Mit dem Bombenergebnis von 17:0 gewann die Kitzbüheler Damen-Eishockeymannschaft, die Young Birds, im Finale gegen die Telfer Eismais und konnten sich somit über den Tiroler Meistertitel freuen. Dementsprechend happy ging es bei der Preisverleihung zu und die Mädels zeigten sich einmal mehr von ihrer sympathischen Seite. Mit einem bravourösen 17:0 gegen Delfs haben die Kitzbüheler Eishockey-Mädels heute auf heimischem Boden gewonnen. Und da freut sich nicht nur der Trainer, der Markus Lackner, sondern auch ganz besonders der Sportreferent Gerd Eilenberger. Ja, natürlich. Es ist ein überzeugender Sieg gewesen und Tiroler Meister zu werden im ersten Anlauf mit einer neu formierten Mannschaft, also eine tolle Geschichte, und die Mannschaft hat Zukunft und sie spielen ja auch noch in der Bundesliga, also um den österreichischen Meistertitel auch noch mit. Werden wir schauen, was da ausschaut, aber das ist eine Mannschaft für die Zukunft. Viele junge Spielerinnen, die haben Zukunft und ich glaube, das wird eine ganz tolle Mannschaft. Aber schon im ersten Jahr so ein Erfolg, ich kann nur ganz herzlich gratulieren und freue mich ganz besonders. Dass die Mädchen sehr viel Spaß heute am Eis gehabt haben, haben wir gesehen. Heute ist es ja relativ leicht gegangen, aber gegen Innsbruck ist es ja nicht immer so leicht gewesen, Markus. Ja, der ernstzunehmende Gegner in der Liga war sicherlich Innsbruck und da haben wir leider einmal 3:2 verloren, Gott sei Dank dann auswärts 2:1 gewonnen. Jetzt ist es darauf angekommen, wer höher gegen Delfs gewinnt. Wir haben es versucht, über unser Mannschaftspotenzial zu machen, indem dass wir schön spielen, schöne Spielzüge machen. Innsbruck hat es mit einer Spielerin versucht, ist gescheitert, hat man 6:0 gewonnen und wir haben heute einen klaren 17:0 Sieg eingefahren. Und ich glaube, dass man das Recht gegeben hat, mit den jungen Spielerinnen den Schritt zu wagen, in die der Tiroler Liga zu spielen, auch gleichzeitig ohne Salzburg. Und für die Zukunft schaut das ganz gut aus und da können wir sicherlich noch einige Erfolge mit den Mädels feiern. Wir können stolz sein, Tiroler Meister ist ja immerhin was. Und jetzt wollen wir uns einmal die Mädels genauer anschauen. Wir möchten jetzt die Mädchen ein bisschen kennenlernen. Die Mädchen waren ja in den letzten Monaten die Stars am Eis und denen folgen wir jetzt in die Kabine und die wollen wir jetzt ein bisschen kennenlernen. So, jetzt sind wir da in der Kabine von den Mädels, von den Young Birds. Und Young Birds seid ihr ja wirklich alle, wenn ich mich umschaue, ganz, ganz junge Mädels. Und jetzt möchten wir euch einmal ein bisschen kennenlernen. Die Zuschauer von Kids TV wissen ja eigentlich auch nicht, wer dahinter so tollen Eishockey-Leistungen steht. Am liebsten würde ich jetzt einmal als erstes mit der Frau Kapitänin sprechen. Das bist du, Bianca, gell? Ich bin Bianca, ich komme aus Kundl. Ich spiele seit 12 Jahren Eishockey. Ja, gefällt mir aber noch gut, jetzt mit den Jungen, mit den Händlern, ist es noch viel lustiger. Letztes Jahr haben wir eine Spielgemeinschaft mit Salzburg gehabt und heute starten wir allein durch. So. Und was machst du, Bianca, wenn du gerade nicht Eishockey spielst? Ich gehe BEDAG in Innsbruck, also Pädagogische Hochschule, werde in anderthalb Jahren Volksschullehrerin sein und arbeite nebenbei noch in Wehr bei der Autoraststätte. Ja, sag einmal, Bianca, und da hast du noch Zeit, so viel Eishockey zu trainieren? Ja, Training ist nicht so viel, aber wo geht sich schon alles aus. Bianca, jetzt darf uns einmal interessieren, was ist denn die Aufgabe von einer Frau Kapitänin? Ja, mal die Mannschaft zusammenhalten, okay. Das Team zu stärken, zu motivieren, aufzubauen, vor dem Spiel aufwärmen und die ganzen organisatorischen Sachen durchzuführen. Auf dem Eis dann die Übungen aussagen und einfach die Mannschaft kräftigen. Also wie mir scheint, ist dir das ja wahnsinnig gut gelungen, Bianca, super. So, und jetzt habe ich neben mir die Torfrau. Torfrau ist ja eigentlich auch immer ganz was Spannendes. Wie heißt jetzt du? Carla. Du bist die Carla. Und Carla, woher kommst du? Aus Erpfendorf. Carla, und ist das nicht eine wahnsinnige Verantwortung, da im Tor zu stehen und schauen, dass man ja keinen gegnerischen Puck hineinbekommt? Ja, schon. Es gibt ja Mitspieler, Verteidiger, die helfen dann auch mit und die helfen da dann auch. Das heißt, wenn jetzt einmal ein Tor reingeht, die killen die danach nicht, oder? Nein, weil das ist eigentlich, man gewinnt als Mannschaft und man verliert als Mannschaft. Das ist eine sehr gute, Mädels, das ist eine tolle. Da freut sich jetzt auch der Markus, weil das ist ja wirklich eine nette Sache. Sag einmal, Carla, und was gehst du noch in die Schule? Ja. Wie alt bist denn du? 12. Und welcher Klasse gehst du? 2. Hauptschule. Ja, und was sagen jetzt so deine Freundinnen, die vielleicht Ballett machen und tanzen und im Chor singen, wenn du sagst, nein, ich hau mich mit meinen Mädels aufs Eis? Was sagen jetzt die dazu?
Ja, sie finden sie sind damit einverstanden, dass ich es mache und wenn sie es stört, dann soll sie es stören. Ey, weil ich glaube, die finden es eher cool, oder? Ja. Weil dann zeige ich ihnen halt auch, wie es Eislaufen geht, weil sie kennen die meisten Eislaufen von meinen Freunden in der Schule. Das ist super. Und da haben wir auch eine auf meiner linken Seite, die Linda. Die Linda, du spielst ja auch schon sehr lange Eishockey. Ja, ich spiele jetzt schon 9 Jahre. Du spielst schon 9 Jahre Eishockey. Das heißt, du hast mit den Kindern schon mittrainiert. Der Marco sagt, so alt bist du ja gar nicht. Weil ich bin schon 13. Das heißt, du hast eigentlich schon wahnsinnig früh zum Eishockey spielen begonnen. Und wie war das? Hast du gesagt, ich möchte Eishockey, oder ist das vom Papa her gekommen? Ja, also es war so, mein Bruder hat angefangen Eishockey spielen und dann wollte ich halt auch anfangen. So, und diese potente Damentruppe da neben mir heißt ja nicht umsonst EC, die Adler Stadtwerke Young Birds. Und das jüngste Küken, wenn man so sagen darf, sitzt da neben der Linda, das ist die Laura, richtig? Ja. Laura, wie alt bist du? 12. Oh, wahnsinnig. Laura, andere Mädels in deinem Alter sitzen jetzt ja schon mit Pyjama daheim vom Fernsehen und du darfst heute noch richtig feiern. Ja. Also, Laura, was tust du sonst noch außer Eishockey spielen? Also ich habe einmal Fußball gespielt, aber das habe ich jetzt gelassen. Und es ist halt so mit Freundinnen. Chillen, herumhängen. Ja. Und wie finden das deine Freundinnen, wenn du Eishockey spielst und jetzt heute einen Meistertitel gewonnen hast? Ja, ich glaube, das wissen sie noch nicht, aber ja, ich glaube nicht, dass sie das so schlimm finden. Nein, ich glaube, das finden sie jetzt total cool. Und jetzt habt ihr ja morgen noch ganz ein großes Spiel vor euch. Jetzt fragen wir da mal weiter. Morgen geht es ja um den 3. Platz bei der österreichischen Meisterschaft. Stimmt das? Ja. Ja. Und du bist jetzt, dein Name ist? Ich bin die Easy. Du bist die Easy, genau. Und Easy, woher bist du? Ich bin aus St. Johann in Tirol. Und was gehst du für Schule, Easy? BG Borg St. Johann. Ah, ja, gewaltig. Und dann haben wir eigentlich da noch, wem haben wir denn da noch? Da müssen wir jetzt auch noch mal da herüber fragen. Ich bin die Paulina. Und Paulina, kannst du uns ein bisschen erzählen, woher bist du? Also ich bin aus Kitzbühel und ich spiele halt jetzt da bei den Kitzbühler und in Salzburg bei den Eagles, EWHL und ja. Und wie bist du aufs Eishockeyspielen gekommen? Ja, so wie die Linda. Also mein Bruder hat auch Eishockey gespielt und dann bin ich halt immer mit gewesen und dann haben die Trainer gesagt, na, ob ich es nicht einmal probieren möchte und ja. Dann hat es mir so gut gefallen und spiele immer noch. Und wie viele Stunden in der Woche, kann man sagen, trainiert ihr? Das hängt davon ab, ja, zweimal in der Woche ungefähr. So, und jetzt hätten wir doch noch mal eine Frage an die Easy, weil die Easy ist ja die Torschützenkönigin. Oder wie sagt man denn da, wie viele Tore hast denn du heute geschossen, Easy? Ja, das ist eine gute Frage. 5, 6 so. Aha. Und ist das bei dir immer so? Oh, so 5, 6 hast du immer im Repertoire? Naja, nicht immer. Manchmal habe ich schon einen schlechten Tag. Okay, aber heute hast du einen guten Tag gehabt. Ja, aber wenn ich einen schlechten Tag habe, dann sind es halt 3 Tore oder so. Aber wobei wir sagen, was easy, 3 Tore ist ja auch noch unheimlich gut. So, da. Vorne in der ersten Reihe, da gebe ich jetzt einmal das Mikrofon weiter, da haben wir ja noch jemanden, die spielt ja noch nebenbei für Villach. Ist das richtig? Genau, ich habe auch noch in Villach in der Bundesliga gespielt. Da sind wir 4. waren heuer. Ja, also immer hin und her gependelt zwischen Kitzbühel und Villach und natürlich vor allem auch Kitzbühel. Und es macht Spaß, in 2 Mannschaften zu spielen? Manchmal ist es ein bisschen anstrengend mit der ganzen Fahrerei, aber ist eigentlich, also Eishockey spielen, es macht immer Spaß und es passt genauso. Ja, nachher, das ist super. Und jetzt müssen wir da noch mal um zur Frau Kapitän, weil da sind wir zuerst nicht fertig geworden, weil es interessiert uns ja doch. Wenn es jetzt dann, sagen wir, gut ausgeht, dieses Playoff, dann habt ihr da Möglichkeit oder Chance, den 3. Platz zu gewinnen. Nein, wir können sogar den 1. Platz in der 2. Bundesliga holen. Das ist ja ganz gewaltig. Und also wir haben jetzt eigentlich nur 4 Spiele, 2 gegen Graz und dann entweder das Finale oder das Spiel um den 3. Und wie schaut es dann aus? Dann ist euer Saison für heuer erledigt. Ja, mein Training wird schon ein bisschen weitergehen und vielleicht Freundschaftsspiele. Aber es ist, Meisterschaft ist vorbei. Na ja, super. Mädels, wir alle gratulieren euch ganz, ganz herzlich und wünschen euch einen super Abend heute.